Kacke, was ist das für ein Scheiß? Oh, was für ein Hengst. Von euch Machos kriege ich nie genug. Lass mich dich ans Bett fesseln, Liebchen. Nicht wehren, Schätzchen. Oh, das wird dir gefallen. Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Bring mich schnell zu ihrem Sensormanipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde. Lass mich nur an dich ran. Du Tier, ich mach es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Naja, ich komme nicht dran. Ich versuche es doch, verdammte Scheiße. Aber sie ist echt da. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können, aber wähle fürs Erste Schock. Du hast etwa 50 Gramm Neuropolymer erhalten. Ich schlage vor, diese Dosis bei der liebreizenden Nora gegen eine neue Fähigkeit zu tauschen, wenn's dir nichts ausmacht. Da widerstehen. Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch. Schöne Scheiße. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und glaub mir, mein Hübscher, alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Du hast doch jetzt mich. Ich erfülle dir all deine Wünsche. Hast du ein Schwert? Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nora kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere dazu den Fabrikator mit den Materialien, die du in der Umgebung findest. Du kannst in mich reinstecken, was immer du willst, Großer. Führe deine Axt ein. Bei mir wirst du es gut haben. Das ist doch pervers. Tiefer? Nochmal? Oh ja, Schatz. Mehr, mehr, ja. Ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja, toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir.
Mit den schwarzen Bubas los, Nikolai? Die normalen WoW A6 befolgen Befehl und sind immer höflich, aber die Schwarzen stolzieren herum, als würde ihnen der Laden gehören. Sie ignorieren einfach jeden Befehl. Gestern hat mich einer von ihnen angerempelt und sich nicht einmal entschuldigt. Reagieren sie nur auf Leute mit hoher Sozialwertung oder so? Bitte melde dich so schnell wie möglich. Mir macht das langsam Angst. Toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt? Soll ich da etwa runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön? Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Vorsicht! Da vorne ist eine Löwenzahnkamera. Wenn sie uns erfasst, wimmelt es hier gleich von Robotern. Keine Panik. Ich kann ja was werfen, um sie abzulenken und sie dann mit einem EMP außer Gefecht setzen. Thank you.
Genosse Major! Du sagtest doch, du weißt, wie man der Kamera entgeht. Von einem Profi wie dir hätte ich was Raffinierteres erwartet. Manchmal muss man eben drauf losstürmen. Wie gerade eben. Du hast den Schlüssel gefunden. Jetzt kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja, aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Da will ich dich nicht aufhalten. Gute Entscheidung, Charles. Gute Entscheidung. Hey, Charles. Charles! Wie auch immer. Wie ist Petrov eigentlich entkommen? Hier gibt es mehr Soldaten als Zivilisten. Einige Leute glauben, dass Petrov Hilfe hatte. Er ist also nicht allein.
Aber du hast doch gesagt, dass seine Partner eliminiert wurden. Wen gibt es sonst noch? Diese Information liegt noch nicht vor. Es gibt nur Spekulationen, keine Fakten. Mal sehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Genossen, man sagt, der Montag beginnt am Samstag. Doch ich möchte, dass ihr das Wochenende wirklich frei nehmt. Wie ihr wisst, erfolgt am Montag, den 13., in der gesamten Sowjetunion die nationale Polymerisation. Und unsere Geschäftsführung möchte einen Trupp von Freiwilligen für die Feierlichkeiten zusammenstellen. Jeder, der am 11. oder 12. arbeitet, erhält eine Abmahnung, keinen Bonus. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Hey, legen wir hier doch einen Keks hin. Ja, ja, selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Charles? Ja? Magst du Kekse? Hä?
Dies ist ein passives Sicherheitssystem mit einem Laserrelais. Sowas habe ich schon oft gesehen. Da braucht man einen Farbcode. Leider haben wir keine Codes. Du musst es mit Hilfe von Logik zu entschlüsseln versuchen. Ach, meinst du? Eigentlich wollte ich einfach hier warten, bis es sich von allein abschaltet. Versuch, die Farben der Laserstrahlen mit den Farben der Lichter zu kombinieren. So müsste es gehen. Ja, der Strom ist wieder an. Gehen wir zurück. Und? Welcher? Ich vermute, der rechte. Mit anderen Worten, du weißt es nicht. Alles klar, ich nehme den links. Wie viel Zeit und Mühe wird es kosten, all das wieder instand zu setzen? Ja, das ist ein trauriger Anblick. Aber die Roboter werden den Schaden schnell beheben können. Ich habe so meine Zweifel, dass irgendwer nach all dem noch was mit Robotern zu tun haben will. Ich habe zur leichteren Orientierung einen weiteren Wegpunkt gesetzt. Für wie blöd hältst du mich? Ich weiß, wo ich hin muss, um meine Mission zu erfüllen. Ich wollte dir nur helfen. Du kannst mir helfen, indem du mir nicht auf den Sack gehst. Speichere Daten.
Wenn ich dich erinnern darf, die Tür ist elektromagnetisch verschlossen. Bist du taub oder was? Verzeihung, bitte mach weiter. Thank you.
Victor, mein Schatz, ich habe dich so vermisst. Liebling, du hier? Wie wundervoll. Aber wie bist du hineingekommen? Ich habe die Papiere von jemandem genommen und mich als einer der Doktoren ausgegeben. Ist ja auch egal. Hauptsache, dass ich hier bin. Und ich habe die Ausrüstung gebracht, die du wolltest. Die Stimme kenne ich doch. Wo habe ich die schon mal gehört? Es tut mir leid, dass ich dich da reingezogen habe, Schatz. Aber Setchenov ist zu weit gegangen. Ich habe mit Stockhausen gesprochen. Er ist schließlich mein Freund. Ich dachte, er würde mir helfen, diesen Irrsinn zu beenden. Aber das Arschloch gibt mir die Schuld. Also hat Setchenov mich hier reingeworfen. Das spielt keine Rolle mehr. Ich hole dich da raus. Sag mir, was ich tun soll. Du musst für eine winzige Störung im Kollektiv sorgen. Nur ein paar kleine Softwareprobleme. Gleichgesinnte Kollegen in anderen Komplexen warten nur auf mein Signal. Wir werden alle Anlagen auf einmal sabotieren. Dann sieht die Welt endlich, was die Kreml-Diktatur vorhat. Und dann? Setchenov wird nie aufhören, nach uns zu suchen. Wir fliehen aus dem Land, laufen in die USA über und leben den Rest unseres Lebens im Luxus. Wenn wir Setchenov erst entlarvt haben, kann er uns nichts mehr anhaben. Aber dazu brauche ich den Zugriff aufs gesamte Netz. Gut, ich verbinde deine Ausrüstung mit dem Hauptserver. Und dann... Was soll es sein, Major? Waffen oder Fähigkeiten? Autorisierung. Major Nechayev, Codename P3, Zugang. Thank you.
Speichere Daten.